Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blogape TV. Sehen Sie heute Live-Bilder der Demo für den Erhalt der Lebenshilfe Standort Freiheitsstraße Solingen, organisiert durch den Elternbeirat der Lebenshilfe. Wir als Elternbeirat können nicht ganz nachvollziehen, warum die Wuppertaler Straße so vom Vorstand favorisiert wird. In Alleinlage, an der Stadtrandlage, wo die Behinderten und die von uns zu Betreuenden vollkommen abseits, ohne jeden Inklusionsgedanken abgestellt sind. Wir wollen nicht an die Wuppertaler Straße, weil die Wuppertaler Straße ist für uns einfach zu weit weg. Weil das ist mitten in der Pampa. Wir haben da nicht so Möglichkeiten, pünktlich die Busse anschließend zu haben. Weil es sind viele, die auch hier in der Nähe wohnen. Und für die ist es viel praktischer, hier hinzukommen. Wir sind nicht so gerade begeistert, dass wir hier weg müssen und dass noch die neue Werkstatt an die Wuppertaler Straße gebaut werden sollte. Wir finden das scheiße. Wir wollen lieber, dass hier die Werkstatt wieder neu aufgebaut wird. Und hier auch im Namen an allen Leuten, alle Personen hier, will ich sehr herzlich sagen, dass wir hier weiter bleiben wollen und hier uns auch viel wohler fühlen. Also die Demo hat ja stattgefunden, weil viele Mitarbeiter nicht damit einverstanden sind, dass es einen Umzug auf die Wuppertaler Straße geben soll, weil sie sich da abgedrängt fühlen an den Stadtrand und nicht mehr so aktiv am Leben teilnehmen können, wie sie das halt hier auf der Freiheitsstraße haben.